Abend für Marie. Ja, hallo nochmal. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal darf. Der Text ist mir eigentlich, also die Idee zu dem Text ist mir gekommen, diesen Montag in einer Deutschklausur, als ich eigentlich eine Gedichtsanalyse schreiben musste. Ja, und der Text heißt, wo seid ihr Poeten? Wo seid ihr Poeten? Max Gold und Co. stehen nur noch im Bücherregal, um zu imponieren. Der Staub liegt zwischen den Wörtern wie ewige Lesezeichen. So still stehen dort diese rätseligen Vermächtnisse in deinem Schrank. Du musst sie nur aufschlagen, sie haben dir doch so viel zu sagen. Wo seid ihr Poeten? Die Protagonisten suchen euch. Erweckt ihre Welt wieder zum Leben, vielleicht hat dann auch unsere Welt die Chance wieder zu funktionieren. Wir wollen so vieles ändern, doch unser analphabetischer Alltagsblick hält uns davon ab. Fragt doch mal wieder Captain Ahab, Faust oder Allisongrad, die haben bestimmt sogar für unsere Welt einen Plot-Twist parat. Wann haben wir die Poesie aus unserem Alltag verbannt? Jemand hat mal gesagt, Lyrik ist die Logopädie im Zeitalter der Sprachlosigkeit, doch zu unserem Unglück wurde sie umfunktioniert. Lyrik ist Mittel zum Zweck geworden. Nur noch Analysen schreiben, mit Thema, Schema, als Reimredner im Kreis drehen, zurückgehen, ein Gedicht nur noch als Textquelle sehen. Entzauberung. Es geht nur noch um den wahrsten Sinne des Wortes. Mit Metaphern in Köpfen Bilder malen haben die meisten verlernt. Die Kreativität wird mit System aus unseren Köpfen entfernt. Gedanken werden immer grauer, also lass die Farbe der Worte aus den bunten Köpfen nicht verblassen. Wir laufen mit Scheuklappen aus Lesezeichen durch die Welt. Die Poeten werden vergessen und somit die Stimme von uns selbst. Bitte hört ihnen zu, sie haben doch so viel zu sagen, haben Antworten auf all unsere Fragen. Also hört auf, ihre Texte zu zerlegen und fangt an, sie zu verstehen. Die Schönheit der Worte wird vergessen. Wenn der Club der toten Dichter das wüsste, würde er sich im Grabe umdrehen. Wo seid ihr Poeten? Wurden denn alle Leseratten und Bücherwürmer in den Zoo gesperrt? Und die Dichter und Denker durch Siri ersetzt? Wir sind doch alle irgendwo Poeten, suchen nach Worten, die uns halten, in dieser Zeit, wo schlechte Nachrichten einschlagen wie Kometen. Macht die Leselampen an und bringt wieder Licht ins Dunkle. Keating hat recht. Wir müssen lernen, selbstständig zu denken und Wörter und Sprache zu genießen. Lyrik verschenken, damit neue Gedanken sprießen. Wenn wir leben wie Poeten, werden wir unendlich sein. Unsere Wörter sind so groß, dagegen wirken wir klein. Poesie kann die Welt verbessern, wenn wir ihr die Chance geben. Also lasst uns anfangen, wie Poeten zu leben. Danke.